way you move make me blind. You will always be there, there's no doubt in my mind. You will always be there, heading out to see ya and leave the rest behind. Einen wunderschönen guten Tag auf meinem Kanal. Ja, heute soll es wieder ein neues Video geben und zwar das Q&A, was ich jetzt schon eine ganze Weile angekündigt hatte und euch ja darum gebeten hatte, hier bei YouTube, aber auch bei Instagram, mir Fragen zu stellen. Und es sind ein ganz paar Fragen zusammengekommen und ja, die würde ich jetzt gerne beantworten. Ja, bevor ich jetzt auf ganz spezielle Fragen eingehe, was die letzte Zeit immer öfters gekommen ist, gerade von Leuten, die neu auf meinem Kanal sind, erstmal hallo an euch. dass ich darum gebeten wurde, mich ein bisschen vorzustellen. Und ja, das war eigentlich auch der Punkt, warum ich auf dieses Q&A gekommen bin. Und ja, aber erstmal so ein paar Eckdaten. Ja, ich bin die Vicky. Ich bin verheiratet. Ich habe einen Sohn, den Arthur. Wir haben noch einen kleinen Hund, den Benny. Das ist ein Stafford-Weimaraner-Mix. Und ja, was soll ich sagen? Wir kommen aus Sachsen. Das war auch noch eine Frage, die irgendwo gestellt wurde. Ich bin heute, wo ich das Video drehe, 29. Ich habe nicht heute Geburtstag, ja. Aber das ist dann schon vorbei und ihr habt den Geburtstagsvlog sozusagen schon gesehen, wenn das Video kommt. Von daher, also ich bin 29 und ja. Ich denke, alles Weitere wird dann durch die Fragen beantwortet. Okay. Ich habe hier mein Telefon, damit ich ein bisschen mir die Fragen mal raussuchen kann. Ich scrolle mal ein bisschen weiter runter. Also, ja, ich gehe jetzt einfach mal wahllos hier durch. Hier ist ein Kommentar, vielleicht magst du mal über deine Jugend, über deinen ersten Freund oder so erzählen. Okay, ja, meine Jugend war eigentlich relativ unspektakulär. Dadurch, dass ich halt ja, ich war ja auf einer Ballettschule, also ich war auf der Palooka-Schule in Dresden. Da habe ich mit der 5. Klasse angefangen und ja, habe da eigentlich meine Jugend verbracht. Und da drehte sich alles um Schule und Tanzen. Ja. Ja, meinen ersten richtigen Freund, ja, den hatte ich mit 14, würde ich mal sagen. Also so richtig, richtig Freunde, ne? Also so die erste Liebelei in der Schule, ich glaube, das war so 5., 6. Klasse irgendwie, wo man sich so, hallo. So, da war man zusammen. Aber so einen richtigen ersten Freund, ich glaube mit 14 und ja. Ja, das war schon eine Aktion. Der kam damals aus Berlin und ich halt hier aus, damals habe ich in Dresden gewohnt. Und das war der Cousin von der besten Freundin von meiner Mama wiederum. Und naja, also, ne. Ja, aber war so eine Liebelei. Also es war die erste große Liebe, muss man dazu sagen. Aber ja, hat natürlich in dem Alter mit der Entfernung nicht so richtig gut gehalten, ne? Ja, aber ansonsten hat sich meine Jugend eigentlich tatsächlich hauptsächlich ums Tanzen und Trainieren gedreht. Also jetzt, dass da viel mit Partys gehen oder so war, nee, überhaupt nicht. Also wenn man sowas vorhat in seinem Leben, opfert man da definitiv auch so ein bisschen seine Jugend. Storytime steht hier bloß. Ja, kann ich machen. Dann schreibt mir doch, wenn ihr Ideen zu Themen habt, worüber ich mal reden soll, wie zum Beispiel die Jugend, wenn ich darauf mal ein bisschen, ja, detaillierter eingehen soll und darüber ein Storytime-Video vielleicht machen soll oder so, schreibt mir sowas in die Kommentare. Ich mache gerne Storytime-Videos, ihr wisst, ich rede gerne viel, das ist kein Problem, aber ja, wenn es da irgendwelche Themen gibt, wo ihr sagt, oh ja, okay, das würde uns total interessieren, dann schreibt mir das in die Kommentare. So, wie bist du mit Kritik umgegangen, als du mitgeteilt hast, dass du nicht stillst? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war mir meiner Sache so sicher und es gab halt tatsächlich auch, es gab ja keine Entscheidung mehr oder weniger. Also für mich zumindest nicht. Für mich gab es kein mache ich es nicht, sondern es war klar, ich möchte eine verlässliche Mama sein. Wer das nicht weiß, worum es da ging und warum ich nicht stillen konnte, ich verlinke euch mal das Video, wo ich das erzählt habe, hier oben. Ja, und von daher bin ich damit eigentlich ganz normal umgegangen und habe das eigentlich überhört. Also klar wurde man immer, ja, und das ist doch das Wichtigste fürs Kind und die Milch, das Kind braucht die Muttermilch. Ja, sicherlich, das ist, Muttermilch ist das Beste fürs Baby, das wissen wir alle, das weiß jeder, der Mama wird oder das weiß, glaube ich, sogar jeder, der noch nie Mama war oder noch keine Mama ist oder was auch immer. Aber
Ja, es gibt aber tatsächlich noch ganz viele andere Faktoren, die für das Baby wichtig sind. Und wenn da jemand irgendwie einen blöden Spruch gekloppt hat, ohne, weil es die meisten, die da tatsächlich mal blöde Worte gesagt haben, irgendwie, das waren die Hintergründe nicht kannten. Und ich bin natürlich auch nicht bereit gewesen, jedem diese Hintergründe dann jedes Mal wieder aufzuzählen und zu sagen, ja, aber deswegen und deswegen, weil ich wollte mich dafür auch einfach nicht rechtfertigen. Es war eine Entscheidung, die getroffen werden musste, die zum Wohle meines Kindes definitiv getroffen wurde. Und ja, von daher ging mir dann das relativ schnell auch am Pups vorbei. So, wie hat Arti reagiert, als ihr Benny bekommen habt? Beziehungsweise wie hat Benny auf Arti reagiert? Also, die beiden waren total neugierig, definitiv. Benny war total neugierig auf Arti. Arti war aber auch total neugierig auf Benny. Wir mussten dennoch die beiden, oder müssen wir bis heute noch sehr im Auge behalten, weil einfach Benny ist halt ein junger Hund, der spielen will, der dann in seinem Spieldrang auch mal an irgendwas rumkatschen will oder so und dann vielleicht seine Kräfte noch nicht so richtig. Also wir merken das auch, wenn er am Spielen ist, dann doch mal plötzlich macht. Ich meine, er ist noch nicht in der Lage, jemand jetzt die Hand abzubeißen, ne? Das nicht, aber es zwiebelt schon manchmal ein bisschen, wenn er so in seinem Spieltrieb ist. Und das wollen wir natürlich nicht, dass das mit Arti passiert. Deshalb sind die beiden definitiv nicht allein, wenn sie miteinander spielen. Aber man merkt, und andersrum ist es natürlich auch so. Also, Arti ist jetzt auch noch nicht so, dass er so ganz lieb streichelt, sondern wie die Babys halt sind, krapschen und so. Und wenn sich der Schwanz bewegt, am besten am Schwanz ziehen und an Ohren ziehen und ne. Von daher sind wir da definitiv immer dabei, aber die beiden sind wahnsinnig interessiert aneinander und man merkt, dass Arti gerne Benny hinterher möchte und in le die letzten Wochen, seit wir Benny haben, auch echt Fortschritte gemacht hat, was so diese Krabbelversuche angeht und so Hintern heben und so. Also er versucht immer mehr vorzugehen und kommt auch jeden Tag ein kleines Stückchen weiter, einfach weil er Benny hinterher will. Also ja, und trotzdem sind aber die beiden jetzt schon ein Herz und eine Seele. Also das beste Beispiel ist für mich immer, wenn Arti weint, ist Benny sofort zur Stelle und kuschelt sich an ihn. Also das ist der Wahnsinn. Dann, oder wenn Arti jetzt zum Beispiel in seinem Zimmer weint und ich jetzt noch auf Toilette sitze und eben ist noch eine Minute dauert, dann sitzt der Hund vor der Kinderzimmertür und jault. So nach dem Motto, hier, komm doch jetzt mal her. Also ja, die beiden sind da tatsächlich ein Herz und eine Seele. Und ich bin da auch sehr, sehr froh drüber. Und ich denke, ja, umso älter die werden, umso mehr wird das noch werden. Du kannst echt toll tanzen. Dankeschön. Hast deine Ausbildung als Tänzerin gemacht? Ja, ich habe Bühnentanz an der Palooka-Schule studiert. Wollte eigentlich selbst, ja, professionell Tänzerin werden. Das war mir dann aber nicht mehr möglich, weil wegen Verletzung und so. Und ja, mein Körper hat da einfach nicht mehr mitgespielt und deshalb ja, habe ich mich dann fürs Unterrichten entschieden. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo man mal ein Storytime drüber machen könnte, weil da kann ich jetzt Stunden drüber erzählen, wie das alles abgelaufen ist, über die Tanzausbildung etc. Ja, wenn ihr an sowas Interesse habt, dann, wie gesagt, ab in die Kommentare, ne? So, nächste Frage. Wollt ihr ein zweites Kind und wenn ja, wann? Ja, also wir wollen definitiv ein zweites Kind. Ich muss sagen, bei mir war relativ zeitnah nach Artis Geburt eigentlich so der Wunsch da zu sagen, ich hätte schon jetzt zeitnah auch ein zweites Kind. Also das verflüchtigte sich dann immer so ein bisschen mehr, umso größer Arti wurde und umso fordernder er wurde und umso mehr ich natürlich auch in meiner Selbstständigkeit zu tun hatte. Und jetzt im Moment, jetzt auch gerade mit dem Hund, sind wir beide, sagen wir beide, wir wollen definitiv irgendwann ein zweites Kind, aber das kommt locker auch in 2, 3 Jahren zurecht. Also im Moment nicht, aber irgendwann definitiv. Und ja, nicht heute, nicht morgen, aber in ein paar Jahren sicherlich. So, wann wird Arti in den Kindergarten gehen? Hast du schon einen Platz? Ja, Arti wird in den Kindergarten gehen und zwar diesen Sommer im Juli wahrscheinlich werden wir mit der Eingewöhnung anfangen. Wir haben einen Platz, aber ich muss dazu sagen, wir haben auch den Platz schon reserviert. Da war ich 20. Woche schwanger, irgendwie so. Also ja, da war ich in der 20. Woche und da waren wir hier oben bei uns in unserem Wunschkindergarten, der halt direkt hinterm Haus ist. Das läuft über die Volkssolidarität der Kindergarten hier oben. Und der hat auch einen sehr, sehr guten Ruf. Also auch aus den kompletten Umgebungen hier bringen die Leute aus den ganzen Nachbardörfern alle ihre Kinder hierher. Und es ist sehr, sehr schwierig, einen Platz zu bekommen. Ist sehr, sehr neu alles gemacht. Die haben auch einen ganz neuen Anbau für die ganz Kleinen halt. Wir waren jetzt auch schon zu den Krabbelschnuppernachmittagen.
Also können uns da echt nicht beschweren, sind da sehr, sehr froh, dass wir da den Platz haben. Und ja, ab Sommer geht es dann los, ne? Also Arti wird dann circa ein Jahr und ein Monat sein, also 13 Monate sozusagen, wenn wir dann mit der Eingewöhnung beginnen. Arthur hat blonde Haare. Von wem hat er seine Haarfarbe? Super Videos von dir, bin ein großer Fan von dir. Erstmal Dankeschön. Die blonden Haare hat er von mir. Ich bin naturblond. Also als Kind war ich auch total ganz hellblond. Und ich glaube, heute hätte ich so ein bisschen Straßenköterblond, vermute ich. Aber ja, ich bin naturblond. Man sieht es eigentlich auch immer, wenn mein Ansatz hier wieder rauswächst, wie im Moment, dass ich da so ein eigentlich ein heller Typ bin. Aber ich mag meine blonden Haare nicht. Ich bin schon seit, ich glaube, seit ich 18 bin, also jetzt gut seit 11 Jahren dunkel. ja, ich gefalle mir einfach mit dunklen Haaren besser, muss ich das einfach dazu sagen. Aber das war bei meiner Mama auch schon so. Sie war auch eigentlich blond und ich persönlich kenne sie nur mit dunklen Haaren. Also seit ich mich erinnern kann, hatte sie immer dunkle Haare. So. Öfters kam auch die Frage, ob ich das Kinderzimmer mal zeigen kann. Das hatte ich in einem Video eigentlich schon mal gesagt. Ja, es wird eine Kinderzimmer-Roomtour geben. Es wird auch vielleicht eine kleine Roomtour geben, wie wir das jetzt hier alles mit dem Schlafzimmer und so gemacht haben. Aber erst, wenn alles fertig ist. Ja, ich hatte das schon mal gesagt, es ist halt Kinderzimmer, ja, es ist alles eingeräumt und so und es wird bespielt, aber so ein bisschen Deko fehlt mir noch und so und ein paar Bilder an die Wand. Und ja, erst wenn da alles fertig ist, dann kommt eine Roomtour, aber es kann noch ein bisschen dauern. Also ich bin bei sowas echt ein bisschen langsam und im Moment ist die Zeit bei mir echt rar, ne? Genau. Wohin möchtest du irgendwann mal reisen und welche Ausflüge würdest du gerne mal mit Arthur unternehmen? Ein kleiner Lebenslauf wäre auch schön. Wann, wo bist du geboren? Wie war deine Schulzeit? Wie bist du zum Tanzen gekommen? Einfach kurz, wie bist du die geworden, die du jetzt bist? Und woher nimmst du den Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen, so viel in relativ kurzer Zeit zu bewerkstelligen? Zusammenziehen, Umbau, Hochzeit, Baby, Studio und alles, was dazugehört. Puh, das sind mehrere Fragen. Also, Punkt 1, wohin möchtest du irgendwann mal reisen? Ganz ehrlich, ich will unbedingt mal nach Bali. Da bin ich zum Beispiel drauf gekommen, ich habe früher, ich sage bewusst früher, ich erkläre euch gleich warum, wahnsinnig gern die Videos von Live with Sandy and Benny, irgendwie so heißt der Kanal hier auf YouTube, oder Live of Sandy and Benny, Live, keine Ahnung, irgendwie so, und die Bali-Vlogs, ich habe sie geliebt, ich habe sie so gesuchtet und ja, seitdem ist bei mir absolut der Wunsch entstanden, mal nach Bali zu fliegen. Aber ja, wie gesagt, irgendwie danach hat sich das alles da so ein bisschen so eine extrem, in so eine extreme öko-esoterische Nummer irgendwie abgetriftet auf dem Kanal. Soll jetzt nicht abwertend klingen oder so, aber das ist einfach nicht meins. Also ich kann damit einfach nichts anfangen und deshalb schaue ich das einfach nicht mehr gern. Aber damals die Bali-Vlogs fand ich total toll. Und deshalb Bali. So, und welche Ausflüge würdest du gerne mal mit Arthur machen? Ich denke vor allem auch bei uns hier in der Umgebung. Also wir wohnen wahnsinnig schön. Wir wohnen in Sachsen, ja, im ganz östlichen Teil, 50 Kilometer von Dresden entfernt. Wir haben das Elbsandsteingebirge hier, wir haben das Erzgebirge gleich hier um die Ecke, wir haben das Dreiländereck hier um die Ecke. Also es gibt hier wahnsinnig viele schöne Sachen, gerade im Elbsandsteingebirge gab es die Basteis oder alles sowas. Als Kinder waren wir ganz, ganz viel oder wir waren zum Beispiel auch mit einer Klasse mal, als so ein Wandertag sind wir mal Bofen gegangen, also in so einer Höhle, in einem Stein da schlafen und so. Und also das sind so Sachen, das fand ich als Kind total toll, so wirklich auch das zu entdecken, was wir hier eigentlich alles haben und das auch wertschätzen zu lernen. Also man muss nicht immer Tausende von Kilometern weit wegfahren, um irgendwas zu erleben, um irgendwas zu sehen, sondern ich glaube, manchmal muss man auch einfach die Augen ein bisschen öffnen, was man in der näheren Umgebung hat. Und wir wohnen hier in einer wahnsinnig schönen Gegend. Und das möchte ich einfach Arti auch zeigen und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, dass er auch diese Sachen, so Festung Königstein, Bastei, ach alles sowas halt, was es da so gibt, ne? Altenberg im Winter zum Skifahren. Ja, es gibt tausend Sachen, Dinosaurierpark in Kleinwelker, Irrgarten in Kleinwelker. Das sind alles so Sachen, das möchte ich, dass er das erstmal wirklich alles hier so seine Umgebung auch kennenlernt, ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Kennen und schätzen lernt. Ja. So, weiter geht's. Ein kleiner Lebenslauf. Wo bist du geboren? Also, ich bin am 13.03.89 in Bautzen geboren. Ich bin Wendekind, also ich hab noch geschlagene 6 Monate, ziemlich genau 6 Monate, in der DDR gelebt. Und ja, dann kam die Wende, ne?
Dann, wie war deine Schulzeit? Meine Schulzeit, ja, war geprägt vom Tanzen. Also ich habe ja Grundschule nur auf einer normalen Schule gemacht und dann bin ich ja sofort Paducah-Schule ab der 5. Klasse. Und ja, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wie bist du zum Tanzen gekommen? Ja, wie bin ich zum Tanzen gekommen? Meine Mama hat mich mit 3 Jahren das erste Mal ins Ballett geschickt. Und habe das dann irgendwie weitergemacht. Und dann irgendwann bin ich halt parallel zum Ballett, habe ich im Karnevalsverein mitgetanzt. Und wo meine Mama halt damals war, dann hat meine Mama einen eigenen Verein gegründet. Und irgendwann sind wir zum Aufnahmetest an der Palooka gefahren. Und die haben mich genommen und dann war ich da. Also, wie gesagt, aber das ist so eine ausladende Geschichte. Ich glaube, das ist eher, ja, in Richtung Storytime mal gedacht. Oh ja, wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir das einfach. So, woher ich das Durchhaltevermögen nehme, in relativ kurzer Zeit so viel zu bewerkstelligen, das ist eine gute Frage und das frage ich mich selbst sehr oft. Es ist schwer. Es ist oftmals wirklich schwer und es ist oftmals auch, wo ich denke, oh Gott, Vicky, hättest du es doch einfach mal anders gemacht. Hättest du es wie jeder andere auch gemacht, wärst du wenigstens ein Jahr zu Hause geblieben, hättest dich um dein Kind gekümmert. Aber nee, es ist, wie es ist und ich liebe es eigentlich auch so, wie es ist. Und ja, es gibt stressige Zeiten und ja, das muss man alles. Aber ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Punkt ist in dem Moment auch mein Mann. Also mein Mann, der gibt mir einfach so einen Halt und so eine Kraft und ist in jeglicher Hinsicht da. Wir passen da auch wirklich aufeinander auf, dass wir da ja uns beide nicht übernehmen. Und das war zum Beispiel letzte Woche Sonntag, habe ich dann halt gesagt, okay, Schatz, heute ist mal Schluss. Wir fahren jetzt einfach mal weg und raus. Und das hat uns beiden so gut getan. Und ja, aber einer von uns beiden muss dann auch mal die Initiative ergreifen und sagen, so, jetzt ist mal gut. Weil ansonsten, na, kommen wir überhaupt, also ansonsten würden wir nur arbeiten. Aber wir sind halt auch so Menschen. Unser Ziel ist es nicht im Leben irgendwie so durchzukommen, sondern wir wollen einfach auch was hinterlassen von uns. Natürlich im Moment Arti was hinterlassen, wenn noch ein zweites Kind kommt, natürlich dann auch dem zweiten Kind, aber auch so. Also wir wollen einfach nicht irgendwann von dieser Welt gehen und sagen, okay, ja, die waren mal, sondern hey, die haben das und das geschaffen oder das und das ist das Erbe von denen und so. Und also das ist uns persönlich irgendwie ganz, ganz wichtig und das ist so ein. Und ja, und ich möchte auch, dass Arti, sei mal ehrlich, auch finanziell absolut abgesichert ist. Und das ist heutzutage nicht mehr so einfach, mit einem einfachen, normalen Bürojob jetzt zu sagen, okay, ich kann auch jetzt meinem Kind irgendwie ein kleines Polster schaffen für später oder irgendwas. Das ist halt alles nicht mehr so einfach. Und ja, deshalb arbeiten wir uns manchmal tatsächlich, ja, die Nächte um die Ohren. Aber wir wissen, wofür wir es tun. Und wir wissen, dass wir das auch nicht bis zum Ende unseres Lebens machen wollen. Wir werden uns auch die oder wir nehmen uns auch genügend Zeit für uns, für unser Kind und alles. Aber wir haben einfach so ein paar Ziele, die wir jetzt noch umsetzen wollen. Und ja, mein Ziel ist es sowieso, ich möchte das Tanzstudio jetzt so groß machen, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, ich leite es und ich hab da vielleicht noch so eine oder zwei Gruppen, wo ich meine komplette Energie reinstecke und für alles andere stelle ich mir halt einen guten Tanzpädagogen ein, wo ich dann sage, ja, der übernimmt dann sozusagen das tagtägliche Geschäft und ich kümmere mich halt so um zum Beispiel Wettkampfchoreografien oder so, einfach so Sachen, wo ich auch total drin aufgehe und so. Aber dass ich halt mich eher ein bisschen im Hintergrund um die Organisation kümmere und so und dass ich da verschiedene andere Sachen auch noch machen kann. In dem Fall wäre es natürlich auch total toll, wenn das mit YouTube noch ein bisschen größer werden würde, wenn da einfach, ja, sind wir ehrlich, auch nochmal 3,50 € mehr reinkommen würden. Einfach nur, damit man da ein bisschen entspannter sein kann. Und deshalb haben wir auch so viele, ich nenne es jetzt mal Baustellen, aber es kommt halt überall, da kommt ein bisschen was, da kommt ein bisschen was, da kommt ein bisschen was und es ist Aufwand, aber nur so können wir uns natürlich auch den Lebensstil leisten. Und von nichts kommt nichts. Also wenn ich den ganzen Tag auf der Couch rumsitze und mit meinem Baby kuschel, ja, dann kann ich mir vielleicht nicht die Wohnung in der Größenordnung, wie wir sie haben, leisten. Oder kann halt nicht jetzt überlegen, weil mein Auto geht jetzt dieses Jahr weg, was wir uns dann für ein neues Auto kaufen. Und mein Wunsch wäre persönlich, also weil wir suchen nur ein kleines für mich, so von Dorf zu Dorf Ochsen. Eine Familienkutsche steht dann sowieso nochmal an, aber einfach als Ersatz für meinen Fiat 500. Ich hätte gerne so einen kleinen 1er BMW, der gefällt mir halt einfach. Ein Kumpel von uns hat den auch. Aber sowas kann man sich halt einfach nur leisten, wenn man auch das gewisse Kleingeld dafür hat. Und dann muss man halt einfach dafür arbeiten. Das ist nun mal so, ne?
Aber ich, ja. Also, das ist wirklich, ja. Was gibt mir das Durchhaltevermögen? Das Ziel. Ja, das Ziel, unseren Lebensstandard wenigstens so erhalten zu können, wie wir ihn haben. Wenn nicht gar auch noch ein bisschen verbessern zu können, beziehungsweise dann auch irgendwann sagen zu können, okay, ich kann jetzt mich selbst als Person ein bisschen zurücknehmen, weiß, es läuft alles und ja, auf gut Deutsch gesagt, lasse so ein bisschen andere für mich arbeiten. Das klingt immer blöd, aber im Endeffekt ist es genau das, was natürlich eine erfolgreiche Selbstständigkeit auch ausmacht, dass man dann irgendwann gute Angestellte hat, die natürlich nach außen hin, dass ja, die Kunden betreuen sozusagen und man selbst die Fäden im Hintergrund zieht. Ja, das ist natürlich, wäre mein Wunsch und das ist mein Ziel, warum ich das alles so mache. Hier geht es doch mal um die Zähnchen von Arti. Also, weil unter dem Baby-Update stand das jetzt mit. Ich nehme die Fragen jetzt einfach mit rein. Ja, das hatte ich im Baby-Update vergessen. Arti hat zwei Zähne bekommen. Hier unten. Die beiden. Ansonsten kommen noch keine. Zumindest sind noch keine durchgebrochen. Aber ja, zwei Zähnchen haben wir. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Fragen, die bei Instagram gestellt wurden. Und zwar, wie haben eure Familie und Freunde reagiert, als ihr eure Schwangerschaft verkündet habt? Und wie waren die Reaktionen, nachdem eure Beziehung so zügig ernst wurde mit Zusammenziehen, Heirat, Studio, Baby? Ja, also das ging ja bei uns nun wirklich zack, zack, ne? Kennengelernt. Ich glaube, 3 Monate später war ich schwanger, gewollt. Und dann haben wir gleich mal nochmal 4, 5 Monate später geheiratet und dann kam das Baby und ja, ne? Also, das ging alles ziemlich schnell. Aber ich muss sagen, keiner hat irgendwie negativ reagiert. Weil jeder, der uns vom ersten Tag an irgendwie, der uns das erste Mal zusammen gesehen hat, egal ob er wusste, wie lange wir zusammen sind, ob er nicht wusste, wie lange wir zusammen sind, jeder war irgendwie so der Meinung, okay, da haben sich zwei gefunden, ne? Also die beiden, klar. Ich habe mich auch mit seinen Eltern sofort verstanden. Er hat sich sofort in meiner Familie sofort super verstanden. Also es war irgendwie, es war alles so normal. Es sollte einfach so sein, ne? Also und irgendwie hatte jeder in unserer Umgebung das Gefühl, okay, es soll einfach so sein. Und zum Beispiel meine Familie war auch eher so, die haben auch gesagt, Mensch, du bist jetzt 28, nee, damals war ich noch 27. Du bist jetzt 27. Wenn der Richtige kommt, dann kommt der Richtige. Und auf was willst du noch warten? Du hast lange genug gewartet. Also, und ja, und das haben wir uns dann auch gedacht. Und von daher waren die Reaktionen eigentlich tatsächlich durchgängig positiv. Also, da hat jetzt keiner irgendwie blöd reagiert, so nach dem Motto, oh Gott, das funktioniert doch eh nicht. Gar nicht. Was im Hintergrund gelaufen ist, keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht. Aber ja, selbst wenn es irgendwelche Zweifel am Hintergrund gab, ich glaube, wir haben mittlerweile auch allen gezeigt, okay. Das ist doch was Ernstes und das funktioniert halt irgendwie, ne? Genau. So, was würdest du gerne beruflich machen, wenn du zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tanzen könntest? Was man natürlich keinem wünscht, aber man weiß ja nie. Was wäre für dich so ein Punkt, wo du sagst, dass du Arthur aus YouTube, Instagram rausnimmst? Okay, erstmal zum Ersten. Wenn ich nicht mehr tanzen könnte, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ergänzt eigentlich schon die andere Frage erst gerade. Ich würde halt sehen, dass das ist auch so ein Punkt, weil irgendwann kommt man im Alter, wo man vielleicht auch jetzt nicht mehr vom körperlichen her da ständig mit den jungen Dingern mithüpfen kann, ne? Von daher, ja, mein Ziel ist eigentlich, das Tanzstudio so groß zu kriegen, dass ich das sozusagen nur noch im Hintergrund so ein bisschen leite. Und nur noch ausgewählte Sachen sozusagen selbst choreografiere oder unterrichte. Wenn ich jetzt aber jetzt gar nicht mehr, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, okay, jetzt von heute auf morgen würde Tanzen wegfallen, wow, das ist schwierig. Also zum einen, was bei mir schon immer war so ein bisschen in diese ganze Eventbranche gehen. Ja, weil ich habe halt auch früher viel mit organisiert. Also wir haben halt viele große Veranstaltungen gemacht, gerade auch mit meiner Mama und so, in einem alten Verein, wo ich früher auch gearbeitet habe. Haben wir viele große Veranstaltungen organisiert und da habe ich halt auch sehr viel einen Hut mit aufgehabt, was das angeht. Ich glaube, sowas würde mir sehr liegen. Wiederum aber auch in dieser ganzen Medienrichtung. Ja, egal ob es jetzt Videos schneiden, Plakate, Flyer erstellen, Homepage erstellen, also alles sowas, was diese digitalen Medien angeht. Also Mediengestaltung eher. Jetzt nicht in Medien in Richtung, ich will jetzt ins Fernsehen, das nicht. Aber so ein bisschen Mediengestaltung oder irgendwas, das würde mir liegen. Ja, aber ich meine, Wunschtraum,
wäre natürlich, wenn man sagen könnte, man macht YouTube und verdient damit sein Geld. Ne? Also das wäre, habe ich ja erst schon mal gesagt, das wäre natürlich ideal. Damit könnte ich alles vereinbaren. Ich könnte mit meinem Kind das vereinbaren. Ich müsste mir keine Gedanken machen, wenn wir dann in 2 oder 3 Jahren doch dann bereit sind und sagen, wir wollen jetzt gerne ein zweites Kind. Muss ich mir mit YouTube keinen Kopf machen, weil das kann ich, während ich schwanger bin, da kann ich zu Hause sein. Das würde halt alles funktionieren, ne? Also mit dem Tanzstudio muss ich halt gucken. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich will das bis dahin eigentlich so groß kriegen, dass ich mir dann einen Tanzpädagogen leisten kann, damit ich, gerade wenn ich 2 Kinder habe, weiß ich da nicht so richtig, wie ich das dann machen soll mit Arbeiten noch parallel, ne? Also ja, zumindest ist die erste Zeit, wo das zweite dann halt noch so klein ist und Arti ja dann auch noch nicht ewig alt ist. Und ich will ihn dann auch nicht einen ganzen Tag in der Kita abschieben, nur um mich um das Baby kümmern zu können und arbeiten zu können. Also ja, Arti soll eigentlich eh nicht länger als 6 Stunden pro Tag allerhöchstens in die Kita gehen, auch dauerhaft. Also ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, also das wären so die Alternativen. Was liebst du an deinem Mann am meisten? Ah, jetzt kommen die Fragen und das Video wird ewig lang. ja, was liebe ich an meinem Mann am meisten? Ich glaube, einfach die Tatsache, dass wir die gleichen Ziele haben. Also, dass wir uns nie, dass keiner von uns so jemand ist, dass keiner von uns einer ist, der sagt, ach nee, nee, und ach, das ist doch, ja, du spinnst jetzt, das ist zu groß gedacht, du hast Höhenflüge, das ist zu groß für uns oder was auch immer. Sondern, wir sind beide so Menschen, wir greifen gerne nach den Sternen. Und egal wie unerreichbar das irgendwie scheint, ja, wir arbeiten uns dorthin. Mein Mann ist da wirklich sehr, sehr, und der ist auch wenn alle Welt sagt, das schaffst du nicht, das funktioniert nicht, auf keinen Fall, dann ist mein Mann derjenige, der sagt, doch, und er schafft es am Ende. Und dieses Durchhaltevermögen und diese Willenskraft, und das ist halt einfach total, also das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr an ihm liebe. Aber natürlich auch, ja, unser Umgang miteinander. Also er ist halt einfach, ja, der liebsten und einfühlsamsten und nettesten Menschen dieser Welt. Also ich, ja, was soll ich sagen? Aber wir sind uns einfach so gleich und haben so unsere Ansätze sind einfach die gleichen. Und das ist einfach das Schöne, dass wir da auch keinerlei Streitpunkte irgendwie haben. Also es ist auch so einfach so harmonisch zwischen uns. Ja. So, weiter geht's. Wie hat Benny auf Arthur reagiert? Und umgekehrt, das hatten wir heute schon. Was wünscht ihr euch als zweites Kind? Wieder ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Also, am Ende ist es egal. Ich würde auch natürlich noch einen Jungen nehmen. Was kommt, das kommt, ne? Also, vollkommen egal. Aber so ein Mädchen wäre schon cool. So großer Bruder, kleine Schwester. Und außerdem, ich habe jetzt 3 Männer hier im Haushalt. Ich brauche weibliche Unterstützung. Definitiv. So. Und das waren jetzt auch die Fragen. Und ich glaube, das Video ist ewig lang geworden. Und es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen hin und her gequatscht habe. Aber mein Akku blinkt schon wieder. Hier bei jedem Video. Ich drehe durch. Ich verabschiede mich jetzt, bevor das jetzt wieder ausgeht und ich wieder irgendwas hinten dran schreiben muss. In diesem Sinne, tschüss.